Video, die rein der Unterhaltung und nur aus Spaß gemacht und auch gemeint. Oh Leute, Alter, ich war die ganze Nacht wach, nur um jetzt früh zum Kaufland zu rennen, also ich bin schon wieder eine Stunde zu Hause, um mir Xbox-Guthaben zu holen, um mir Ghost Raccoon Wildlands runterzuladen, weil das ja nur noch für kurze Zeit im Angebot ist, weil ich das Spiel übelst mega abfeier. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich habe mir auf dem Weg, weil meistens, wenn ich spazieren gehe, fallen mir die besten Sachen ein, mal überlegt, beziehungsweise mir so gedacht, wie man denn am besten Krieg von der Welt abschaffen könnte, beziehungsweise die Formel, die beste Formel für Weltfrieden auf der ganzen Welt. Wie jeder von euch wissen müsste, ist ja Zocken und Gaming übelst involviert heutzutage. Ich meine, manche Leute verdienen damit ihr Geld und es ist ziemlich hoch angesehen, heutzutage übelst der Pro-Gamer zu sein, so wie ich das finde, höre, denke, fühle, wisse. Wisse ist gar kein Wort. Wissen. Ach ja, der Schlafmangel, der macht sich gerade bemerkbar ein wenig, aber ist ja egal. Ich bin immer ein bisschen aufgekratzt, wenn ich nicht geschlafen habe, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir das überlegt, bin extra ganz schnell nach Hause gesprintet, um das hier direkt aufzunehmen, aber ich habe dann doch jetzt noch eine Stunde gewartet, warum auch immer. Ach stimmt, weil ich gerade nicht klar kam mit dem Runterladen, ich weiß nicht, was da jetzt los war, ey. Ich dachte gerade, ich habe mir umsonst Geld aufgeladen, aber nein, es lädt gerade wieder fröhlich runter. Ich habe es dummerweise, weil ich dumm bin, nochmal gelöscht. Das heißt, ich kann jetzt erstmal schlafen und dann später spielen, aber jetzt habe ich es ja für immer. Und, jo, auf jeden Fall, worauf will ich hinaus? Weltfrieden, Gaming. Ich finde, Kriege sollten heutzutage in ESL-Form ausgetragen werden. Nicht Leute abknallen in echt, sondern virtuell, wisst ihr? Denn wir werden die zwei Top-Teams, USA, Team Trace wegen Face und IS-Terroristen, na, dazu fällt mir eigentlich kein cooler Name ein, Istik oder so, wegen Optik, ja, und die ballern sich dann da gegenseitig ab, virtuell natürlich, und derjenige, der gewinnt, der kriegt dann als Preis kein Geld oder so, sondern das Land vom anderen, ganz easy gemacht, so kann man das dann immer handhaben. Ich meine, dann ist, weiß ich nicht, wann sollte so ein Turnier stattfinden, alle 3, 4, 5 Jahre wechselt denn die Regierung und das Land. Und dann haben doch im Prinzip alle was davon. Ich meine, da muss man sich ein bisschen anstrengen und dann kriegt man sein Land wieder. Und somit ist keiner gestorben und alle freuen sich. Ist das nicht eine wunderbare Idee? Also ich feiere das. Was haltet ihr davon? Dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss. Da ist der Rotz auch schon vorbei. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dann lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo wäre auch ganz nett. Auch kleine YouTuber kann man unterstützen. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Tschüss.